Hallo zusammen, herzlich willkommen zum 7. Adventskalender-Türchen von unserem YouTube-Adventskalender. Ich mache ja mit den anderen Mädels einen Adventskalender und heute bin ich dran. Und wenn ihr wissen wollt, welche Aufgabe ich bekommen habe, dann bleibt doch bitte dran. Ja, die liebe Claudi war ja vor mir dran und sie hat mir eine Aufgabe gestellt. Ich werde euch das Video jetzt einblenden, damit ihr wisst, was ich als Aufgabe bekommen habe. Liebe Antje, ja, ich bin tatsächlich diejenige, die sich eine Challenge für dich überlegen darf. Und da ich hier gerade so wundervoll im Badezimmer stehe und für mich selber auch gemerkt habe, dass ich meine Pflegeroutine dem Winter anpassen musste, bin ich sehr gespannt, wie deine Winterpflegeroutine aussieht. Und zwar nicht nur fürs Gesicht, sondern am liebsten von Kopf bis Fuß, also auch deine Haare. Was machst du mit deinen Haaren? Die sind so unglaublich toll, so lang, so unfassbar schön und natürlich das Gesicht, Körper würde mich auch sehr interessieren. Also hau raus, ich würde mich voll drüber freuen, wenn du darüber ein Video drehen würdest. Und ja, das war jetzt genug Labarababer, viel Erfolg und viel Spaß. Und wie ihr gehört habt, soll ich euch meine Pflegeroutine zeigen für Gesicht, Körper und so weiter. Deswegen werden wir jetzt einmal den Ort wechseln, denn hier unten in meinem Make-up-Beauty-Zimmer wird das nix. Deswegen sehen wir uns gleich im Badezimmer wieder. Ja, da bin ich wieder. Wie ihr seht, sind wir jetzt in meinem Badezimmer. Die liebe Claudi hat sich ja gewünscht, dass ich ihr mal meine Pflegeroutine zeige und deswegen sind wir jetzt hier und gucken uns das jetzt mal zusammen an. Also wie gesagt, ich habe immer ein Haarband oder irgendwas an, was meine Haare zurückhält. So, und anfangen tue ich immer mit einer Gesichtsreinigung. Im Moment verwende ich hier von, was ist das? Esfolio, ein Kollagen Cleansing Foam. Die finde ich total süß. Einmal die Verpackung, aber auch der Form an sich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so gut erkennen könnt, aber das schimmert so ein bisschen perlmuttartig und das hat auch einen super angenehmen Duft, also keinen penetranten, super angenehm, super dezent. Ihr wisst ja, ich mag das gerne, wenn alles gut riecht. Und dann verreibe ich das mit ein bisschen Wasser immer in den Händen und trage das dann auf. So, ist das natürlich wieder ein bisschen zu wenig gewesen. Nicht wundern, dass ich abends meine Augen zumache. Das irgendwie weiß ich auch nicht. Mache ich automatisch, wenn ich anfange, meine Gesichtspflege zu machen. Immer beim Eincremen, sauber machen und sonstigen. Mache ich ab und zu die Augen zu. Also bitte nicht irritiert sein. So, wenn ich das dran gemacht habe, dann nehme ich mir immer hier so ein Mikrofaserschwämmchen. Jetzt aktuell so ein Waschi einfach. Die habe ich hier nebenan. In so einer großen Papiertüte von Eulenschnitt stehen. Da sammle ich die dann immer drin, da ich ja auch mit den Kindern zusammen verwende, haben wir mittlerweile auch relativ viele davon im Einsatz. Und ja, dann nehme ich das ab. So, dann wäre das Gesicht wieder sauber. Und dann als nächstes, weil aktuell mein Gesicht super, super trocken ist, also liegt wahrscheinlich in der Heizungsluft, auf jeden Fall verwende ich dann immer irgendeine Ampulle. Ja, jetzt nehme ich mal hier eine von Dalton, die finde ich nämlich echt gut. Und ich habe mir nämlich jetzt neu von Dalton hier so einen Sprüher bestellt. Das will ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Habe ich noch bis jetzt noch nicht. Muss ich mal gucken. Aber dann kann man nämlich die Ampulle aufmachen, die da reinmachen und es dann aufsprühen. Das hat sich irgendwie ganz gut angehört und ich bin gespannt, ob das bei mir auch so gut funktioniert. So, also auf jeden Fall packt man das dann hier rein und ich hoffe, dass das gut geht. Kann ich das nämlich einmal ein bisschen schütteln, weil das ist so eine Zwei-Phasen-Ampulle. Schüttelt man die ganz kurz. Also das hier mit dem Sprühen finde ich echt nicht schlecht. Vor allem steht mir die Ampulle dann hier nicht offen rum und fällt rum, weil ich die immer zweimal verwende. Da einfach viel zu viel drin ist für einmal. So, dann warte ich immer ein bisschen, bis das eingezogen ist. So, und als nächstes nehme ich dann immer nochmal ein Serum dazu. Aktuell ist das von Dalton, das Hyaluronic Urea Hydro Boost Serum. Ich verwende aber auch sehr gerne den Marine Filler. Den habe ich allerdings jetzt leer gemacht und jetzt bin ich aktuell hier dabei, das zu verwenden. Ich zeige euch das mal. Weil der Marine Filler, der ist so ein bisschen fester.
Und hier der ist etwas flüssiger. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Was ich halt hier an den Produkten super gerne mag, ist, die haben ganz dezenten, immer angenehmen Duft. Dann trage ich mir das einfach mal überall im Gesicht auf. Also wie gesagt, ich bin keine Skincare-Pflegeexpertin oder so. Also das sind einfach die Sachen, die ich mir mit der Zeit einfach so für mich angewöhnt habe und wo ich gemerkt habe, dass es bei meiner Haut super gut funktioniert. So, dann lasse ich das auch immer ein bisschen einziehen. Und als nächstes nehme ich dann immer die Augencreme. Manche machen die zum Schluss. Ich mache die dann immer, bevor ich die Tagescreme verwende. Und dann nehme ich hier gerne meine Lieblingsaugencreme aktuell. Und das ist von Dalton, die Blue Essentials All Eyes on You Brightening Eye Cream. Ich mag die super gerne. Die ist auch nicht weiß, sondern so ein klein wenig, ja, so beigefarben. Und ich muss gerade mal in den Spiegel gucken, damit ich was sehe. So, dann trage ich mir das immer ein bisschen unterm Auge auf. Und dann nehme ich immer hier die Fingerchen und klopfe das ein. Ein bisschen vorsichtig, damit das gut einziehen kann. Und ich mag die Creme echt super gerne. Ich habe seitdem nicht mehr so viele dunkle Augenringe. Hatte ich eine Zeit lang ganz, ganz schlimm. Und was ich auch mache, ich trage immer noch so ein bisschen, was ich so an den Fingern habe, gerne so um die Lippen rum auf, weil das ist halt auch so eine dünne Haut und ich finde, das kann immer nicht schaden, wenn man das macht. So, wenn das dann soweit eingezogen ist und ich finde, diese Augencreme, die kühlt immer noch mal schön. Also heute sehe ich wieder aus. Nicht so eine gute Nacht hinter mir gehabt. So. Dann, wenn das eingezogen ist, kommt die Gesichtscreme dran und da ist jetzt hier von Dalton die Hyaluronic Urea Hydro Boost Creme und ich liebe diese Creme. Das ist so eine tolle, tolle Creme. Die habe ich nämlich jetzt auch leer gemacht, deswegen muss ich jetzt wieder eine neue aufmachen. Die ist einfach toll. Habe ich nämlich eben extra auch nochmal gesucht, weil ich wusste, dass ich sie auch irgendwo eine rumstehen habe. Denn aktuell nehme ich die Produkte von Dalton so, so gerne. Meine Haut braucht es auch wieder. Ich habe halt wieder hier an der Nase Stellen, die anfangen weh zu tun. Hier wieder. Das kommt wahrscheinlich von der Erkältung, die ich aktuell immer noch habe. Und ja, da ist meine Haut so ein bisschen pflegebedürftiger. Und die riecht so gut. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es gibt ja leider kein Geruchsfernsehen oder Videos. Aber ich mag den Duft von dieser Creme und ich finde es auch so angenehm, die im Gesicht zu verteilen. Ja. Super, super, super schön. Also die riecht gut, die verträgt meine Haut super gut. Meine Haut fühlt sich danach ganz toll an. Das ist generell bei den Produkten von Dalton. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber meine Haut fühlt sich danach immer richtig, richtig gut an. Ist echt, keine Ahnung, ich kann euch das nicht beschreiben. Das muss man selber mal ausprobiert haben. Ich weiß halt auch nicht, ob das bei jeder Haut so ist, aber bei meiner auf jeden Fall schon. Gerade weil meine immer ein bisschen zickig ist bei den ein oder anderen Produkten. Ich bin froh, dass ich hier bei Dalton gelandet bin. Das ist auf jeden Fall super gut. So, wenn das fertig ist, dann ist das erstmal so meine morgendliche Pflegeroutine. Dann über den Tag hinweg mache ich nicht mehr viel, außer dann, sage ich mal, jetzt so am Wochenende oder abends, wenn ich dann vorm Fernseher sitze, habe ich euch auch extra mal hochgeholt, dann nehme ich gerne hier diese Augenpatches, denn ich merke das immer, dass es abends echt anfängt, wieder bei mir unter den Augen anzuschwellen. Und da ich ja abends die Videos für euch drehe, nehme ich dann hier diese Augenpatches von Dalton. Die sind wirklich, wirklich gut und die kann man auch in den Kühlschrank legen. Ich mag die super gerne. Dann packe ich mir die drauf, lasse das schön einziehen, warte dann ein bisschen. Ja, wenn ich dann die Videos für euch drehe, sind meine Augenringe weg und das ist ein super gutes Gefühl. Ich mag die so gerne. Natürlich nehme ich auch andere Augenpatches, also nicht, dass ihr denkt, dass ich nur die Sachen von Dalton nehme. Ich mag auch hier zum Beispiel diese von Balea sehr gerne. Diese Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser, die finde ich auch ganz toll. Und natürlich fürs ganze Gesicht nehme ich auch gerne Masken. Das mache ich dann auch immer mal, wenn ich merke, dass mein Gesicht mal wieder was braucht. Und da habe ich dann hier zum Beispiel eine von Dalton, die Face Care Oxy Infusion Oxygen Bubble Mask, mag ich gerne. Da habe ich natürlich auch
Noch eine günstige, die gibt es beim Action. Das ist die Bubble Sheet Mask. Die ist auch ganz, ganz toll, weil die von Dalton sind natürlich ein bisschen teurer. Und dann habe ich hier noch eine andere von Dalton, die ich auch super gerne mag. Das ist die Face Care Hydrolift Biozellulose Maske. Aber ich habe noch eine andere, die ich super gerne mag. Und zwar von Kiko. Hier diese Kaffeemaske, Energizing Face Mask. Die riecht so gut und die ist so gut auf dem Gesicht. Die gefällt mir echt gut. Die habe ich mir jetzt schon ein paar Mal gekauft. Also wie gesagt, da bei den Masken probiere ich auch immer mal andere Sachen, obwohl ich die von Dalton sehr gerne mag. Und ich freue mich auch immer, wenn die in irgendwelchen Boxen drin sind oder ne, wieder Angebote bei Dalton sind, dann kaufe ich mir dann immer wieder welche, weil die sind wirklich, wirklich gut und meine Haut verträgt sie super gut. Deswegen, ja, das mache ich dann abends noch. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch noch einen Teil für die Körperpflege. Den drehe ich euch aber später ab und daher sehen wir uns einfach später wieder. Bis dann. Ciao. Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass euch meine Pflegeroutine in meinem Bad, was ich euch eben gezeigt habe, gefallen hat. Ich möchte euch ja auch noch meine Pflegeroutine für den Körper vorstellen oder zeigen. Jetzt hatte ich aber hier irgendwie so ein kleines bisschen ein Problem, das oben im Badezimmer zu machen. Deswegen bin ich jetzt wieder hier unten in meinem Zimmer. Und deswegen werde ich euch das jetzt einfach nur im Trockendurchlauf zeigen, denn das andere, das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Und aktuell ist bei uns hier echt viel Trubel. Deswegen werde ich euch jetzt erstmal die Produkte zeigen, die ich in diese Tasche gepackt habe. Und dann gehen wir das einfach der Reihe nach durch, denn ich hätte ja noch die Kategorie Haare und Körper. Wir können ja jetzt einfach noch mal kurz durchgehen. Ich zeige euch noch mal kurz die Produkte, die ich für die Gesichtspflege verwendet habe. Also von Dalton die Urea, nee, Hyaluronic Urea Creme. Dann habe ich ja Ampullen von Dalton benutzt. Die Serum. Ups. Genau, die Augencreme. Und dann habe ich euch ja noch hier Masken und so gezeigt. Das lege ich euch auch mal gerade hier rüber. So, dann fangen wir jetzt einfach mal mit den Haaren an. Ihr kennt das Ganze ja bei mir schon so ein bisschen. An Shampoo und Conditioner kann ich aktuell alles nehmen, auch von Balea, weil ich ja die Haarmasken von Man Made In nie benutze. Aktuell verwende ich aber gerade hier diese beiden, und zwar Shampoo und Conditioner von Man Made In Me, dieses Pure Algae. Wie gesagt, ich nehme auch die von Balea, weil das geht jetzt, aber ich habe ja noch Shampoos hier, deswegen die werde ich auch aufbrauchen. Die halten bei mir super lange, da komme ich echt lange mit aus und die sind wirklich gut. Ich brauche für meine Haare immer ein Shampoo und auch immer einen Conditioner. Ansonsten wird das danach immer schwierig, diese Haare zu kämmen, weil sie relativ dick sind und mittlerweile wirklich super lang. Deswegen ist das für mich immer ein Muss, Shampoo und Conditioner. Aber die Marke wechselt bei mir immer. So, was bei mir auch ganz, ganz wichtig ist, sind Haarmasken. Und aktuell habe ich hier eine von Ahuhu in Verwendung. Das ist die Color Care Mask für ja kolorierte Haare. Und da ich meine Haare jetzt ja wieder etwas koloriert habe, verwende ich die hier. Und wie ihr seht, habe ich schon ganz gut Verbrauch. Und Haarkur muss bei meinen Haaren sein. Die sind sonst extrem trocken und extrem widerspenstig und dann sehen die ganz fürchterlich aus. Und ich muss sagen, ich lasse das auch immer ein bisschen länger drauf, als das auf diesen Verpackungen draufsteht. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Und bei mir läuft das Ganze so ab, dass ich oben in meiner Badewanne, also im Badezimmer, wo wir waren, es ist auch extra eine kleinere Badewanne, damit ich da gut drin liegen kann. Und da habe ich auch meine Duftkerzen stehen, immer ein paar. Die mache ich mir dann schön an, lasse Badewasser rein. Aktuell bin ich jetzt nicht so für schwere Düfte, obwohl jetzt schon die Winterzeit ist. Ich mag im Moment immer noch so Sommerdüfte, aber ich habe genug Badeschaum da, dass ich das auch variieren kann. Und dann wird Badeschaum reingemacht, dann rutsche ich in die Wanne rein und dann muss ich sagen, fange ich schon mit meiner Gesichtspflege auch beim Baden an. Dann nehme ich mir nämlich immer eine Gesichtsmaske, die ich mir drauf mache und auch das Dekolleté natürlich mitmache.
Und dann fange ich auch schon mit meinen Haaren an. Also hier bei dieser Maske ist das so, dass ich natürlich erst die Haare nass machen muss und die dann reinmachen muss. Bei den Masken von Mermaid and Me, da sind ganz viele, die man im trockenen Zustand reinmacht. Das ist wirklich so, da mache ich die direkt am Anfang rein, drehe die mir hoch und die kann man ja dann so schön festklemmen. Dann lege ich mich an den Wannenrand und dann lasse ich die Maske einziehen. In der Zeit weiche ich schon ein bisschen ein, denn ich zeige euch kurz etwas anderes. Das kennt ihr mit Sicherheit auch schon hier. Liebe Grüße an Katrin, ne? Peeling von Asam. Jetzt habe ich das hier mir neu geholt, weil mein Pöttchen mal wieder leer war. Jetzt nehme ich natürlich meinen Orangenduft, weil aktuell, wie gesagt, mag ich immer noch so frisch. Und ich finde, dieses Orangenduft passt auch super gut in die Weihnachtszeit rein. Und wir können das ja mal kurz aufmachen, denn ich liebe diese Peelings von Asam. Die kann ich nämlich sogar in der Badewanne verwenden. Auch wenn manche mal sagen, dann merkt man das ja bestimmt in der Vanille. Also die lösen sich auf und die sind super gut. Boah, wenn ihr das jetzt riechen könntet, ohne Witz. Boah, so lecker. Und ich mag diese Peelings von Asam. Die sind ganz toll, die sind super pflegend, die sind ganz angenehm. Weil gerade bei Peelings gibt es ja super viele Unterschiede. Es gibt Peelings, die vertrage ich überhaupt nicht gut. Im Körper geht das noch, aber im Gesicht bin ich ja immer super empfindlich. Deswegen ja. Hier diese Peelings, muss immer ein Pöttchen neben der Badewanne stehen und das wird dann auch immer einmal die Woche, wenn ich bade, gibt es dann auch ein Peeling. Also öfter geht das nicht, auch bei meinem Gesicht nicht. Also nur einmal die Woche. Also beim Gesicht mache ich es auch manchmal nur alle 3 Wochen, alle 4 Wochen, kommt immer drauf an, wie meine Gesichtshaut wieder am Reagieren ist. Ja, und was ich aktuell super gerne benutze und was bei mir super gut funktioniert, ist das hier. Das war mal in der, ich glaube, Goodie Box drin. Und zwar ist das von Lavish Care, heißt das, glaube ich. Rescue Me Leave-In Conditioner. Das mit Aloe Vera, Provitamin B5 und Antioxidantien. 300 Milliliter. Das riecht super gut und das macht super schöne Haare. Das sprühe ich mir sogar, wenn ich abends ins Bett gehe, in die Haare. Dann sprühe ich das rein, kämme mir die Haare durch und manchmal flechte ich mir die dann auch, damit die nicht immer in allen Richtungen abstehen. Und das hier ist super gut. So, und dann natürlich nach dem Baden dann oder nach dem Duschen, wie auch immer, ist bei mir auch ein absolutes Muss. Egal ob Sommer, Winter, völlig egal. Bodylotion, 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 weil ich muss mich eincremen, denn meine Haut mag Wasser nicht so besonders. Weder im Gesicht noch sonst wo. Deswegen muss das immer gut eingecremt werden. Ich habe euch einfach mal zwei mitgebracht. Also einmal so ein etwas schwererer Duft, das ist von Kneipp, diese Körpermilch, Macadamia, Sternanis, süße Orange. Die ist auch etwas fester. Und ich benutze jetzt aktuell von Avon May die Body Butter Persia. Und die riecht super gut. Die lässt sich super gut auftragen. Also die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja, ich hatte das eigentlich geplant, euch anders zu zeigen, aber ich kriege das Video sonst einfach nicht fertig gedreht. Deswegen machen wir das Ganze so. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet bei dem Video. Und ihr vielleicht die ein oder andere Anregung gefunden habt. Und ja, damit wären wir am Ende von meinem Video. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei Türchen Nummer 8, denn das wird die liebe Jasmin sein, die dann meine Aufgabe lösen muss, die ich ihr gestellt habe. Und ich bin super gespannt, wie sie das hinbekommen hat. Ja, und damit wünsche ich euch noch einen schönen 7. Dezember. Bis dann. Ciao. Oh nein, jetzt habe ich es doch wieder vergessen. Da bin ich noch mal. Ich habe es vergessen. Ja, ich habe mir ja überlegt gehabt, beziehungsweise euch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass es noch eine Adventskalenderverlosung geben wird, und zwar einen Masken-Adventskalender. Und den habe ich hier. Ich habe hier 24 Masken reingepackt. Und da ich ja von der lieben Claudi die schöne Aufgabe hier bekommen habe, euch meine Pflegeroutine zu zeigen und ich Masken super, super, super liebe, diese Tuchmasken, also Augenmasken, alles mögliche an Masken, habe ich euch hier einen Masken-Adventskalender gebastelt und den möchte ich an euch verlosen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar mit dem Hashtag 7, dann weiß ich, dass ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Und alle anderen Bedingungen schreibe ich euch unten in die Infobox. Und ja, damit wäre ich dann jetzt wirklich fertig. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Bis dann. Ciao.